Hallo und herzlich willkommen zurück zu Baphomets Fluch, der Director's Cut zusammen mit mir, dem Dice Kid. Und das letzte Mal haben wir uns ja hier in Montfaucon in der Kirche umgeschaut. Und der gute Pastor, Pater, wie auch immer, hat uns den Kelch geputzt. Und ja, da war jetzt ein Wappen drauf zu erkennen. Und er hat gemeint, das wäre hier hinten in der Ecke auf dem Grab zu finden. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Jetzt, wo ich weiß, worauf ich achten muss, ist ein Irrtum ausgeschlossen. Da steht zwar kein Name drauf, aber das Wappen ist unverkennbar der Pegasus der Familie de Vasconcellos. Ich habe die letzte Ruhestadt von Don Carlos gefunden. Na. Mein Auge wandert zu den Bibelzitaten, die in den Rand der Grabplatte eingraviert sind. Hey, vielleicht haben diese Zitatangaben ja etwas zu bedeuten. Das ging auf jeden Fall ziemlich schnell mit dem Grab. Okay, schauen wir mal, was wir diesmal machen müssen. Ein Wirrwarr von Buchstaben ist in die Seite des Rittergrabmals graviert. Du musst die richtigen biblischen Verse markieren. Diese bestehen aus dem Namen eines Buchs, gefolgt von Kapitel und Vers. Zu allem Überfluss in römischen Ziffern. Eieieiei. Lukas Kapitel 8, Vers 2 würde beispielsweise als Lukas 8, 2 dargestellt sein. Gut. Du musst alle Hinweise auf Verse finden und markieren. Wenn du den vollständigen Hinweis auf einen Vers markiert hast, bleibt diese Markierung erleuchtet. Andernfalls verblasst der von dir markierte Text nach kurzer Zeit wieder. George liest die Versmarkierungen erst vor, sobald du alle markiert hast. Okay. Gut, das heißt, wir müssen so lange markieren, bis wir hier alles haben. Und ja, hoffentlich klappt das auch. So, schauen wir mal. Hier, das sieht doch verdächtig gut aus. Psalms XX2 plus XXI. Ne? Das nehmen wir doch mal. Probieren wir mal aus, ob das geht. Psalmen 22, 21. Nicht gerade viel, aber das muss doch was zu bedeuten haben. Wenn ich das Grab mal näher untersuche, finde ich vielleicht weitere Hinweise. Na, das sieht schon mal ganz gut aus. So, Regator irgendwas. Nee, denke ich nicht. Majorem. Das sieht gut aus. Horribilis XIX plus IX. Gucken wir mal, ob das was ist. Okay, ist offensichtlich nix. Hier ist nochmal was mit Psalmen. Psalmen. Psalmen 32. Oh. Die Zahlen beziehen sich auf ein Kapitel und einen Vers in der Bibel. Ja, wenn ich jetzt hier eine Bibel hätte, dann könnte ich das wahrscheinlich nachschlagen. Aber, naja, gut. Oh, das sieht auch gut aus hier. Korinthians. IVV. Korinther 14, 5. Korinther 14, 5. Das ist eher 4, 5, oder? Rex Mundi. Karpe, irgendwas. Puh, okay. Ja. Haben wir hier noch was? Von oben nach unten? Vielleicht. Das sieht alles schief aus. Felix, das Nähe. John, IV plus XI, vielleicht das hier. So. Johannes 4, 11. Mehr Hinweise gibt es nicht. Oh, aber um die Tafel schön. Herum verläuft eine Reihe römischer Ziffern. Ich mache mir Notizen, falls das etwas zu bedeuten hat. Gut. Psalmen 32, 7, Johannes 4, 11, Korinther 4, 5 und noch einmal die Psalmen 22, 21. Ich bin vielleicht nicht perfekt, aber ich habe ein Gedächtnis wie eine Bärenfalle. Der Kelch hat mich zu diesen Inschriften geführt, aber das erscheint mir eher als Zufall. Schließlich war das Wappen der Vasconcellos schon in der Handschrift abgebildet. Nein, ich bin immer noch überzeugt, dass der Kelch selber auch noch eine Bedeutung hat. Ja, na, da schauen wir doch mal, was er jetzt rausgekriegt hat. So, können wir auf Seite 19 gehen? Paris, Montfaucon. Habe den Priester in der Kirche von Montfaucon dazu gebracht, den Kelch der Gräfin zu polieren.
Der bemerkte, dass ein Symbol an der Seite auch auf einem Grab in seiner Kirche auftaucht, der Pegasus der Familie de Vasconcellos. Um die Außenseite der Inschriften standen oben die Zahlen 14 und 27, links die Ziffern 6 und 81, rechts die 3 und die 1, sowie die 17, 12 und 25 am Boden, wenn ich das jetzt hier richtig gelesen habe. Na gut, mal sehen, ob uns das noch was bringt. Okay, da haben wir jetzt hier eigentlich... Na, wir reden nochmal mit dem. Vielleicht hat er ja dazu noch was zu sagen. Vielleicht kann er uns mit den Bibelzitaten weiterhelfen. Abermals einen guten Tag, Pater. Bonjour, Monsieur. Wie schön, sich wieder mit euch zu unterhalten. Tja, Bleiglasfenster und Kelch. Oh, fangen wir nochmal zu dem Kelch. Mann, der blitzt aber. Merci. Alles aus dem Handgelenk. Immer ganz locker. Ganz klar. Bis später mal. Au revoir, Monsieur. Gut. Ja, dann denke ich, verlassen wir hier mal die Gruft. Die Kirche. Und, tja, wo gehen wir da jetzt als nächstes hin? Ich denke, wir reden nochmal mit der Nicole. Und Café de la Chandelière, Drugerie. Wieder in Nicos Apartment. Hallo, George. Hallo, Nico. Guck mal den Kelch an. Schau dir den Kelch jetzt mal an, Nico. Was ist passiert? Er glänzt ja richtig. Ein Priester in Montfaucon hat ihn für mich poliert. Das ist unglaublich. Ja, sieht aus wie neu. Nein. Dass du herausgefunden hast, wozu Priester zu gebrauchen sind, das ist unglaublich. Echt mal. Also die gute Nico, die ist schon so ein bisschen aggro manchmal. Ich mache mich besser wieder auf die Suche. Gut, ja, naja, dann. Gehen wir mal ins Museum. Vielleicht hat der Lobineau noch was zu erzählen. Vielleicht können wir den ja fragen. Kennt sich vielleicht mit Bibelzitaten aus. Oh. Hallo, George. Hallo. Ja. Als ich in Syrien war, habe ich ein seltsames Skizzenbild entdeckt. Sah wie ein Kopf mit drei bärtigen Gesichtern aus. Grässlich. Das klingt, als wäre es Baphomet, das Götzenbild, das die Tempelritter beschrieben haben. Aha. Die armen Christusritter hatten ein Götzenbild, das so aussah? Angeblich ja. Die Beschreibung des Götzenbildes stammt aus Beweisen, die von der Inquisition herausgepresst wurden. Man darf allerdings nicht außer Acht lassen, dass auf den Besitztümern der Tempelritter niemals auch nur eine Statue oder ein Götzenbild gefunden wurde. Das heißt, bis jetzt. Im vorigen Monat wurde eine Statue von Baphomet ausgegraben. Direkt hier, in Paris. Wo? Im Institut Hermétique de Nerval. Die Statue befindet sich unter den Fundamenten. Ein Arbeiter hat sie bei der Renovierung des Gebäudes entdeckt. Können Sie mir mehr über die Statue von Baphomet erzählen? Es handelt sich dabei um ein angsteinflößendes Bild, sogar heutzutage noch ein bärtiger Kopf. In den Sockel der Statue sind Symbole der Tempelritter eingraviert. Einer der Arbeiter bemerkte einen seltsamen Fleck am Sockel. Er behauptet, dass der Fleck wie Blut aussähe. Blut? Genau. Na, verrückt. Zeig mir mal den Kelch. Auf gar keinen Fall. Nee, okay, gut. Ja, dann... Vielen Dank für Ihre Hilfe, André. Keine Ursache. Da würde ich doch mal schauen, ob wir das Ding nie eventuell finden. So, das Monster mit den drei Gesichtern aus der Höhle scheint Baphomet gewesen zu sein. Aha. Lobineau sagt, in Paris sei vor kurzem eine Baphomet-Statue gefunden worden, am Institut Hermétique de Nerval. Soll angeblich mit Templersymbolen bedeckt sein. Na. Ja, gucken wir mal, ob wir uns das mal anschauen können. Site de Baphomet. Ha? Gehen wir mal hin. So, was haben wir denn hier alles? Ein Bauarbeiter. Da geht's rein. Ja, wir gucken uns erstmal hier draußen um. Dieser Schutthaufen stammt wohl von der Ausgrabung, schätze ich. Na. Hey du! Weg von meiner Schutthalde! Okay. Sieht aber hübsch aus.
haben wir denn hier? Der Maler hat einen Eimer mit grauer Rostschutzgrundierung dort hängen lassen. Oh. Mhm. Können wir die mitnehmen? Hey, Monsieur, Finger weg von meinem Farbeimer. Ach, okay. Das will ich aber auch gemeint haben, einfach an fremder Leute Farbeimer rumzufummeln. Puh. Ein Vogel. Dem Maler scheint das Streichen nicht besonders wichtig zu sein. Zumindest nicht so wichtig wie seine Zigarettenpause. Echt mal. Macht nicht und wir dürfen dem nicht mal den Eimer ausleihen. Na gut, reden wir mal mit dem. Entschuldigen Sie, könnten Sie mir helfen? Was ist? Ich hätte da ein paar Fragen. Ja, was machst du denn überhaupt? Sie machen das ja ganz prima. Danke, ich habe schließlich auch meinen beruflichen Stolz. Ich glaube, ich habe noch nie jemanden getroffen, der eine Gauloise so formvollendet rauchen konnte. Das ist eine natürliche Begabung. Das war sarkastisch gemeint von mir. Das war gleichgültig gemeint von mir. Darin sind Sie auch sehr gut. Danke, vive la différence. Oh Mann. Was für ein Typ, ey. Okay, gut, ja, frag mal ihn einfach noch ein bisschen weiter aus. Tja, und was machen Sie hier so? Ja, echt mal. Pause! Ja, ich meine, wenn Sie die Pause beendet haben. Pause. Eine Pause beenden? Was für eine interessante Vorstellung, Monsieur. Sie müssen da wahrscheinlich erst mal drüber nachdenken. Ich werde noch eine Zigarette rauchen, während ich dieses neuartige Konzept durchdenke. Vielleicht auch noch morgen. Es scheint ja sehr arbeitswütiger Mensch zu sein hier. Vor allem mit seinen zwei Pickeln, Farbklecksen hier auf dem Gesicht. Ja, naja, fragen wir mal weiter. Okay, formulieren wir das mal anders. Zu welchem Zweck wurden Sie engagiert? Um die archäologische Ausgrabung im Untergeschoss dieses Gebäudes von Schutt freizuhalten. Und um kleine Schäden an den Torrahmen mit meinen kleinen Farbpinselchen wegzutupfen. Eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe. Unglücklicherweise bin ich kein sehr verantwortungsvoller Mensch. Aha. Na gut, dann frag mal ihn noch mal hier zu dieser ganzen Geschichte aus. Und was wissen Sie über die Ausgrabung hier? Ich weiß zum Beispiel, dass die mich nicht reinlassen, damit ich meinen Job erledigen kann. Ich würde mich ja bei meiner Gewerkschaft beschweren gehen, aber... Sie haben sich nie die Mühe gemacht, beizutreten. Stimmt. Aber ich sag Ihnen was. Ich finde es erstaunlich, was für Leute sich alles für diese Ausgrabung interessieren. Aha. Erzähl mal mehr. Was ist denn so Ungewöhnliches an den Besuchern hier? Keiner davon sieht für mich wie ein Archäologe aus. Wissen Sie denn, wie ein Archäologe auszusehen hat? Ein dreiteiliger Anzug, Aktenkoffer aus Krokodilleder, Rolex. Aber so zieht sich doch kein Archäologe an. Genau, Monsieur, ganz genau. Also, wer ist das? Wen interessiert das, solange die mein Gehalt zahlen? Da hat er wahrscheinlich recht. Na gut, ja, dann gucken wir mal hier, ob er was über die Tempelritter weiß. Was sagt Ihnen das Wort Tempelritter? Tempelritter? Nichts? Nichts. Sehr schön. Ach, kannst du was mit Gips anfangen? Ich habe noch etwas Stuckgips. Erstaunlich. Ja, sehe ich auch so. Kennst du den hier? Haben Sie diesen Mann schon mal gesehen? Ja, er hat mir eine ganze Menge Fragen gestellt, genau und? Wie Sie. Wie jetzt? Was jetzt? Der kennt den? Tja, aber mehr erzählt er nicht. Schade eigentlich. Naja, gut. Dann schauen wir mal, ob er was zu dem Kelch zu erzählen hat. Haben Sie sowas schon mal gesehen? Aber ja, das ist ein Kommunionskelch. Ja. Muss ich wissen, müssen Sie wissen. War mal Messdiener. Sie? Ja, ich. Was ist so komisch da dran? Nichts. Ja, und mit dem Tuch hier? Ein öliges Tuch. Kommen Sie damit nicht zu nah an meine Zigarette, Monsieur. Oder es könnte eine Verpuffung geben. Das wäre lustig. Komm, hier, Hände schütteln. Ich bin ziemlich sicher, dass der Shake and Shock sich in Syrien entladen hat. Oh, schade eigentlich. Und das da? Ich habe einen Hebel für Kanaldeckel. Ich habe mal in der Kanalisation gearbeitet. Tja. Ja, wie war das? Ich habe in einer Methanblase meine Zigarettenpause gemacht. Ein Gullideckel landete auf dem anderen Seineufer. Und ich wurde gefeuert. Oh, das glaube ich. Und kennst du das hier? Hat hier vielleicht ein Typ rumgeschnüffelt, der sich Moulin nannte? Hatte der so ein T-Shirt an, wo drauf stand, mein Name ist übrigens Morlin? Das bezweifle ich stark.
Wie zur Hölle soll ich dann seinen Namen wissen, wenn ich ihn nur sehe, hä? Tja, gut. Ja, dann werde ich mal jetzt die Aufnahme beenden, beziehungsweise die Folge, denn ich bin schon wieder über die Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.